Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Serie Eselsbrücken für die Jägerprüfung. Heute soll es um die Abzugsfunktion bei den Quer- und Bockflinten gehen, denn bei manchen Fabrikaten haben wir immer noch zwei Abzüge für natürlich zwei Läufe und da müssen wir natürlich wissen, welcher Abzug ist für welchen Lauf. Vorab vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wenn man sich einmal die Anordnung, also die technische Anordnung an der Waffe selber von den Abzügen anschaut, dann sieht man, dass der vordere Abzug auf der rechten Seite ist und der hintere auf der linken. Natürlich sage ich meinen Jagdschülern auch immer, alles, was der Mensch bauen kann, kann auch gerade umgekehrt sein. Aber so ist normalerweise die Anordnung. Auch dazu wird es nochmal ein Video geben. Wenn wir nochmal in die Waffenhandhabung reingehen, werde ich das Gesagte gerade nochmal zeigen. Gut, die Grundlage für die heutige Eselsbrücke soll die Querflinte sein, die sowieso Ausgangspunkt für ganz, ganz viele Waffen ist, wie zum Beispiel den Drilling, ja, eine weitere kombinierte Waffe mit einem zusätzlichen Kugellauf. Die Querflinte deswegen als Grundlage, weil daraus sich auch hinterher die Anordnung der Abzüge für die Bockflinte ergibt. Gut, gehen wir direkt mal in das Video rein und da sehen wir dann, dass der vordere Abzug für den rechten Lauf ist. Wer jetzt gerade meine Betonung beachtet hat, soll nicht hier irgendwie ans Dritte Reich erinnern, sondern einfach ein bisschen betont sein, denn vorderer Abzug für den rechten Lauf soll nämlich auch hier schon der Hinweis sein, welcher Abzug für welchen Lauf bei der Querflinte ist. Vorne rechts. So, dementsprechend ist der hintere Abzug für den linken Lauf, also hinten links. So, jetzt müsst ihr alle mal mitmachen und zwar, ich hoffe, das sieht man, wenn das jetzt hier die Querflinte ist, also immer von meiner Person aus gesehen, dann ist der vordere Abzug für den rechten Lauf immer von mir aus gesehen. Ihr guckt mir quasi jetzt in die Läufe. Und der hintere Abzug ist dementsprechend für den linken Lauf, wiederum von mir aus gesehen. So, das Ganze hier nenne ich den sogenannten Gangster-Style. Ja, so schießen Gangster, die halten die Pistole quasi waagerecht. Jetzt drehen wir das ganz seriös in den sogenannten Polizisten-Style, drehen die Waffe einmal 90 Grad, so dass beide Läufe, beide Finger übereinander sind. Das ist jetzt unsere Bockflinte. Nun ist der vordere Abzug, der untere Lauf, denn von der Querflinte ist ja der rechte Lauf sozusagen beim Drehen im Uhrzeigersinn nach unten gewandert. Haben das alle verstanden? Ansonsten nochmal zurückdrehen. Zurückspulen meine ich. Also von der Querflinte aus gesehen ist der vordere Abzug für den rechten Lauf und wenn ich das dementsprechend so drehe, dass beide Läufe übereinander sind, dementsprechend hier simuliert durch meine beiden Finger, dann ist der rechte Lauf einmal auf den rechten Lauf, also den rechten Finger achten, immer von mir aus gesehen nach unten gewandert, aber der Abzug, der vordere Abzug ist weiterhin für diesen, also für den unteren Abzug bei der Bockflinte zuständig. Also Grundlage ist hierfür die Eselsbrücke, die ihr hier lesen könnt. Vorne rechts, hinten links. Also vorderer Abzug rechter Lauf, hinterer Abzug linker Lauf. Dementsprechend das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, aus dem Gangster-Style in den seriösen Polizisten-Style sozusagen. Die Finger sind dann übereinander. Der Lauf, der vordere bzw. der rechte Lauf bei der Querflinte wandert bei der Bockflinte nach unten, wenn ich im Uhrzeigersinn quasi die Waffe drehe. Und dementsprechend haben wir den vorderen Abzug für den unteren Lauf und den hinteren Abzug für den oberen Lauf. Hier sei vielleicht auch noch gesagt, dass normalerweise der rechte Lauf immer für Ziele ist, die näher sind und der linke Lauf bei der Querflinte immer für Ziele ist, die weiter weg sind. Das kann man natürlich auch noch mal durch Chokes, den sogenannten Würgebohrungen, beeinflussen. Auch dazu wird es noch Videos geben.
Dementsprechend ist es bei der Bockflinte der untere Lauf, der für nähere Ziele ist, und der obere Lauf, der für weitere Ziele ist. So, das hat natürlich einen Sinn, weil, und jetzt möchte ich aber nicht zu sehr in die Munitionskunde bzw. in die Waffenhandhabung oder Waffenkunde abgleiten, denn das würde das Video hier wirklich unendlich in die Länge ziehen. Allerdings sei gesagt, dass immer im Jagdschulunterricht von einer weitgerechten maximalen Entfernung gesprochen wird. Die liegt bei einer Flinte bei 30 bis 35 Meter, je nachdem, was ich da für eine Schrotstärke nehme und in Kombination mit dem Schok. Tatsache ist, wenn es eine maximale weitgerechte Entfernung gibt, dann gibt es auch eine minimale weitgerechte Entfernung. Das heißt, Ziele, die ich zu nah bejage, kann ich hinterher nicht mehr verwerten, weil sie einfach kaputt geschossen sind. Denn, und das sei auch gesagt, der Schrotschuss selber ist ein Schockschuss, also der soll eine Schockwelle auslösen und soll nicht ins Wildbrett eindringen. Das heißt, ganz klar, dass hier, und diesen Satz könnt ihr euch auch schon mal merken, Deckung vor Durchschlagskraft geht. So, und ich muss natürlich wissen, wenn jetzt, sage ich mal, ein Fasanhahn aufsteht vor mir und er fliegt vor mir weg, dann ist er am Anfang näher. Also dementsprechend nehme ich bei der Querflinte den rechten Lauf. Und wenn er weiter weg ist, nehme ich den hinteren Abzug für den linken Lauf. Einfach aus dem Grunde, weil der linke Lauf vom Schok her, also von der Würgebührung, die Schrotgabe länger zusammenhält und deswegen, ja, hinten mehr Schrotkugeln gebündelt auf das Wild auftreffen. Wenn das am Anfang schon so wäre, bei einem nahen Ziel, würde diese Schrotgabe, die eng gebündelt ist, quasi zu viel Durchschlagskraft als Deckung aufweisen. Okay, vielleicht ist das hier für den Anfang doch ein bisschen zu viel. Jedenfalls werde ich darüber auch nochmal ein Video machen. Hier soll es ja darum gehen, dass es hier die Eselsbrücken für die Abzüge geht. Und wie gesagt, die Querflinte ist der vordere Abzug, der rechte Lauf, der hintere Abzug, der linke Lauf. Drehe ich nun die Querflinte einmal im Uhrzeigersinn so rum, dass die beiden Läufe untereinander sind, ist nun der rechte Lauf nach unten gewandert und dementsprechend weiterhin mit dem vorderen Abzug zu betätigen. Und der linke Lauf ist nach oben gewandert, dementsprechend mit dem hinteren Abzug zu bedienen. Ihr wisst auch, dass ein Lauf für den näheren Schuss verantwortlich ist und ein Lauf für den weiteren Schuss. Und wenn wir hinterher auf dem Schießstand sind, ob nun auf dem Kipphasen oder die Tontaube, dann laden wir am Anfang immer nur einen Schuss und wir haben Bockflinten, das ist einfacher für die Zielerfassung. Auch dazu wird es nochmal ein Video geben. Jedenfalls laden wir dort immer den unteren Lauf, sprich wir wollen das Ziel möglichst nah schon beschießen, dementsprechend die Tontaube oder auch den Kipphasen. Und wir haben auch Flinten mit zwei Abzügen und da muss man natürlich wissen, dass dann dementsprechend der vordere Abzug für den unteren Lauf bei einer Bockflinte betätigt werden muss. Sonst macht es einfach nur Klick. Natürlich haben wir auch Waffen oder Flinten vielmehr gesagt, die nur einen Abzug haben. Die machen diese Umstellung automatisch. Allerdings kann ich oben, da gibt es einen Umschaltschieber, wählen, ob ich nun den Lauf wähle, der eine engere oder eine weitere Schokbohrung besitzt. Also ich kann mich entscheiden, ob ich nun ein Ziel bejage, was näher oder weiter weg ist. Einfach weil ich weiß, dass der eine Lauf eine engere Schokbohrung hat und der andere Lauf eine weitere Schokbohrung. Und mit dem Hintergrundwissen, dass es nicht nur eine maximale, sondern auch eine minimale weitgerechte Schrotschussentfernung auf Wild gibt und dass hier bei dem Schrotschuss die Schockwirkung erreicht werden soll. Also die Schrotkügelchen sollen nicht in den Wildkörper eindringen, sollen nicht das Wildbrett zerfetzen, sondern sollen nur eine Schockwirkung auslösen, die dann dementsprechend zum Hirntod führt. Und ich weiß weiterhin, dass beim Schrotschuss Deckung vor Durchschlagskraft gilt. Das heißt, mehrere Schrotkugeln sind mir auf dem Ziel lieber, weil die wiederum die Schockwirkung potenzieren, als dass zwei Schrotkugeln, sage ich jetzt mal als Beispiel, durch den Wildkörper nur durchgehen. Okay, so viel erstmal dazu.
In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das jetzt nicht zu sehr verwirrt hat, sondern euch auch ein bisschen weitergeholfen hat. Ich weiß, dass ich hier wieder ein bisschen mehr erzählt habe, aber das gehört nun mal dazu. In den anderen Videos, die darauf aufbauen, wird es deutlich weniger. Ich würde sagen, wir sehen uns dementsprechend morgen zu einem weiteren Video. Und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Horido und Waldmannsheil, euer Timo.